Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News, Leute. Ich wünsche euch erstmal alle einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich würde sagen, wir beginnen auch mal direkt. Die erste News ist, Griefer Games hat wieder neue Supporter eingestellt. Und zwar nicht, wie es Abke gestern gesagt hat in seinem Video, 10 Stück, sondern 11 Stück, Leute. Und zwar sind die gerade noch in einer Testphase und nach einer bestimmten Zeit wird ungefähr 5 oder 6 Supporter werden wieder rausfliegen. Es sind natürlich auch, wie soll man sagen, die Bewerbungen wurden durchgeguckt, es wurden natürlich auch ein paar angenommen, die Abgrund und Lord Varus schon ein bisschen länger kennen oder näher kennen, oder es wurden etwas reichere Spieler angenommen, die etwas bekannter sind. Ja, solche Leute wurden halt hauptsächlich angenommen, Leute, weil die auch beim Griefer Games Team, auf die kann man sich halt verlassen, einfach denken sich so die meisten. Also denken sich Abgrund und Lord Varus, schätze ich mal, so. Die nächste Sache, die mich eigentlich etwas wütend gemacht hat, ist, dass diese Slash-Free-Kiste, Leute, nur für Griefer ist. Dieser Befehl ist nur für Griefer. Das war bis vor ein paar Wochen war das noch für Premium. Der Fall finde ich eigentlich, oder besser gesagt für Ultra. Alles unter Griefer müsste den eigentlich haben, bis auf Spieler natürlich. Alle mit dem Rang müssen die eigentlich. Müsste eigentlich diesen Befehl haben. Haben sie aber nicht. Das ist nur für Griefer. Ich finde das eine Frechheit von Griefer Games, dass sie den jetzt wieder nach oben gestellt haben. Sehe ich nicht mehr. Okay. So, jetzt kommen wir noch zu einer ganz interessanten News, Leute. Und zwar gab es wirklich tatsächlich einen Duplizierungsbug, wie auch einige wieder erfahren haben. Und zwar ging der, ich sage das jetzt nochmal in den Griefer Games News Video, mit einem Enderman. Ihr brauchtet einen Enderman. Dem müsst ihr ein Item in der Hand nicht geben, aber wenn ihr müsst den auf euch wütend machen, dann baut er dieses Item ab, müsst ihr Mob Booster mal 3 aktivieren, dann müsst ihr es mit dem Schwert klatschen und dann bekommt ihr das dementsprechend halt auch gedroppt. Also Mob Booster mal 3, ihr bekommt zum Beispiel anstatt einem Beacon, den er abbaut, 3 Beacons. So, jetzt haben wir aber noch eine ganz interessante News, Leute, und zwar wurde Graf Bonze, also ich erzähle euch mal eine Geschichte vor allen Dingen an. Und zwar die Story dahinter ist, Leute, Tyrak hat bestätigt, dass Graf Bonze angeblich um eine bestimmte Uhrzeit mit Zapdor sich treffen soll. Das wurde irgendwie nochmal bestätigt. Oh ne, falsche News, Leute. Es gibt jetzt einen Graf Bonze Kanal und der wurde auch von Tyrak öffentlich auf CityBit 1 in den Chat geschrieben. Das haben ja auch mehrere Spieler bestätigt, Leute. Und jetzt ist die Vermutung aufgekommen, dass dieser Kanal doch fake ist. Aber er wurde halt von Zwiebergesicht bestätigt. Wie wir alle wissen, kann Zwiebergesicht Graf Bonze sein. Wir wissen es nicht zu 100%, aber ich gehe mal zu 90% davon aus, dass Zwieberg Graf Bonze ist. Und dieser Account, den Zwieberg da reingeschrieben hat, ist halt dieser Graf Bonze Account. So, Leute. Dann hat Zapdor daraufhin unter den Kommentaren geschrieben, ja, kann ich mal mit dir reden oder mich mit dir treffen, um zu sehen, ob ich die echte Graf Bonze bin. Dann ist das jetzt auch gekommen, Leute, dass sie sich, angeblich wollten die sich um 22 Uhr oder so treffen. Und dann hat, ein bisschen später als 22 Uhr, wurden einfach alle Kommentare von Zapdor gelöscht, als hätte er nie was dazu geschrieben. Entweder ist es ein Fake-Account oder Zwieberg möchte einfach nicht mit diesem Graf Bonze-Account online kommen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Griefer Games News gefallen hat, lasst gerne einen Like da und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.